zum Thema statistische Parameter. Gibt eine einzige Zahl Informationen über eine gesamte statistische Tabelle, so nennt man diese Zahl statistischer Parameter. Unser Beispiel mit den Anzahl Personen pro Haushalt aus den vorigen Tutorials führte zu dieser gruppierten Tabelle. Der Wert 4, der kommt am häufigsten vor. Deshalb nennt man diesen Wert Modalwert und bezeichnet ihn mit MO, weil diese Zahl am häufigsten vorkommt. 3,5 ist der Durchschnitt, den wir mit X und einem kleinen horizontalen Strich oben drüber kennzeichnen. Denn dieser Durchschnitt, den berechnet man durch 2 mal die 1 plus 4 mal die 2 plus 5 mal die 3 plus 8 mal die 4 plus 4 mal die 5 plus 1 mal die 6, also die Summe dieser Produkte, und teilt das Ergebnis durch 24, Effektivbestand der Studie. Und somit erhält man die Zahl 3,5. Das ist der Durchschnitt. Allgemein rechnen wir den Durchschnitt x' durch erste absolute Häufigkeit mal erste Modalität plus die zweite absolute Häufigkeit mal die zweite Modalität und so weiter bis zur letzten absoluten Häufigkeit mal die letzte Modalität geteilt durch n. Und diesen Bruch schreiben die Mathematiker sehr gerne so: Es ist die Zahl 1 geteilt durch n mal die Summe solcher Produkte nj, xj, wo die Zahl j von 1 bis k geht. Das hier ist also eine Schreibweise für diese Summe im Zähler des Bruchs. 4 ist der Median, gekennzeichnet mit ME, weil diese Zahl die geordnete Tabelle in zwei Teile mit gleich großem Effektiv zerlegt. Das hier ist die Urtabelle zur Anzahl Personen pro Haushalt. Wenn man diese Urtabelle ordnet, von klein nach groß, so zerlegt diese Zahl 4, diese geordnete Tabelle, in zwei Teile mit demselben Effektiv. Der erste Teil ist von da bis da, wovon das Effektiv 11 ist, und der zweite Teil ist von da bis da. Dieses Effektiv ist auch 11. Wenn die zwei Zentralelemente nicht gleich sind, dann rechnet man als Median den Durchschnitt dieser zwei Elemente. Ist das Tabelleneffektiv oder der Effektivbestand ungerade, dann gibt es ein zentrales Element in dieser geordneten Tabelle. Unser Hühnerstallbeispiel aus den vorigen Tutorials führte zu dieser gruppierten Tabelle. Wenn die Tabelle in Klassen aufgeteilt wird, dann spricht man nicht mehr von einem Modalwert, sondern von einer Modalklasse. Hier ist 50-60 die Modalklasse, weil sie die größte absolute Häufigkeit hat. Die Modalklasse 50-60 hat als absolute Häufigkeit 11 und alle anderen Häufigkeiten sind kleiner. Also ist 50-60 die Modalklasse. Um den Durchschnitt zu berechnen, geht man hier wie folgt vor. Man rechnet 10 mal 45 plus 11 mal 55 plus 8 mal 65 plus 1 mal 75 und diese Summe wird dann durch den Effektivbestand 30 geteilt. So finden wir hier als Durchschnitt 55. Der Median kann im Polygon der kumulierten Frequenzen als Abszisse des Punktes abgelesen werden, der als Ordinate ein halbes hat. Das heißt, wenn man mit Klassen arbeitet, dann liest man den Median im Polygon der kumulierten Frequenzen ab. In diesem Diagramm nimmt man die Ordinate ein halbes, fährt dann horizontal bis zum Schnitt mit dem Diagramm,
Dann fährt man vertikal bis zur horizontalen Achse und liest hier den Median ab. Wir können hier als Median zum Hühnerstallbeispiel 50 ablesen.